by myself. So, hallo, da sind wir jetzt wieder. Ja. Wir spielen jetzt weiter mit Portal. Genau. Gladys hat uns gerade erzählt, dass sie wegen 15 irgendwas Glas aufheben musste und so. Also ziemlich viel Schwachsinn. Genau, wir sind jetzt hier in diesem Test. Ich bin zu leise im Moment. Ja, was steht denn der auch so laut? So leider. Also, dass sie irgendwas von 15 Hektar Glas aufnehmen musste oder sowas. Alleine und ja, genau. Es ist ab jetzt außerdem nicht mehr blind, weil, lange Geschichte, gestern Abend habe ich 2 Stunden aufgenommen. Na, verdammt, das war Mist. Also, jetzt muss ich irgendwie wieder da zurück. Ich habe gestern Abend 2 Stunden oder so aufgenommen und dann ist mir die Aufnahme abgeschissen. Habe ich sie mir angeschaut, dann war ich zu leise, dann hatte ich noch irgendwie ab 30 Minuten das Mikrofon gemutet und so weiter und so fort. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht das Mikrofon gemutet. Nein, habe ich ausnahmsweise nicht. Sehr schön, so. Und die Testkamera einfach, wenn ich mich irre. Oh, sorry. I'm still cleaning out the test chambers. So sometimes there's still trash in them. Standing around, smelling and being useless. Ich fang irgendwas. Try to avoid the garbage hurtling towards you. Ein Achievement. You don't have to test with the garbage. It's garbage. Press the button again. Nee, ich mag die Kugel jetzt aber da hinten drauflegen, also. Oh, da ist eine CD. Die CD bedeutet ja Multiplayer, was? Los. Da ist er weggeköpft. Kann ich mit der CD was anfangen? Ich behalte sie vorerst mal. Ich nochmal den Knopf. Wie klar das bereits gesagt hat. Und da kommt auch schon ein Würfel. Du hegst mich auf. Komm, stirb. Der Würfel. Oh! Natürlich sollte ich die Portale da lassen. Das macht Sinn, doch, doch. Und den brauche ich auch nicht. Und Würfel. So, hier, hier. Und ich habe mich außerdem noch dazu entschlossen, das Ganze jetzt in 15 Minuten Parts zu drehen. Remember before when I was talking about smelly garbage standing around being useless? No. That was a metaphor. I was actually talking about you. And I'm sorry. Tja. You didn't react at the time, so I was worried it sailed right over your head. Which would have made this apology seem insane. That's why I had to call you garbage a second time just now. Aha. Interessant. Also sie sagt, also ich bin Müll und so. Und mies und blöd. Und so weiter und so fort. Also wie gesagt, gestern Abend habe ich es dann halt durchgespielt, weil ich keine Lust hatte, jetzt nochmal von vorne weiterzumachen, sowieso schon ziemlich fortgeschritten. Ja, tolles Ding. I don't know why that went off. Ach nein, nicht. Just an interesting spoke. Did I accidentally fizzle that before you could complete the test? I'm sorry. Go ahead and grab another one. Ja. Oh, no. Ja, dann zerstört er sich nochmal. Oh well, we have warehouses full of the things. Absolutely worthless. So, I'm happy to get rid of them. So, jetzt wollen wir hier hoch. Und wir wollen mit dem Kubus darüber. Erstmal hier runterfahren und da ein Portal, damit der Kubus hochkommt. Da noch hier ein Portal, damit wir da rein. Ne? Das machen wir ganz einfach so, wir legen den Kubus hier oben auf. So, in dieser Kammer gibt es auch ein Achievement, das habe ich mir letztes Mal geholt. Das werde ich jetzt auch hier machen. Und zwar, wenn man den Kubus hier ungefähr so drauflegt, dann kommt man von
oben an den Kurs dran. Was das bringt, werde ich gleich mal demonstrieren. Moment. So. Every test chamber is equipped with an emancipation grill at its exit, so that test subjects cannot smuggle test objects out of the test area. This one is broken. Don't take anything with you. Tja, wir sind zerstört. I think that one was about to say, I love you. They are sentient, of course. We just have a lot of them. Tja, wird gelaufen für den Kurs. Also das hätte im Normalfall ein Achievement gegeben. Ich kann auch nochmal schnell nachschauen, welches. Moment, mache ich jetzt ganz kurz für euch. Und zwar... Wo ist es denn? Hier. Preservation of Mass, Break the Rules in Test Chamber 7. Und genau, das können wir jetzt machen. Irgendwo weigert dich beim ersten Versuch. Refuse to solve the first test in Chamber 8. Das versuchen wir jetzt mal. Das hier müsste nämlich Kammer 8 jetzt sein. This next test involves emancipation grills. Remember, I told you about them in the last test area that did not have one. Ich liebe es, Kameras zu töten. So, und ich soll den ersten Test einfach nicht machen. The turbines again. I have to go. Wait, this next test does require some explanation. Let me give you the fast version. There, if you have any questions, just remember what I said in slow motion. Test on your own recognizance. I'll be right back. Aber wie soll ich mich weigern, den ersten Test zu machen? Puh. Vielleicht darf ich einfach nicht diese Emanzipationskills machen. Ja, benutzen. Ah, nein, ich will doch... Oh. Moment. Vielleicht kann man... hier hinter irgendwas machen. Nein. Nee, hier ist nichts. Ich sehe hier... nicht die Möglichkeit... sich dem Test zu verweigern. Vielleicht kann man dort oben irgendwas machen. Keine Ahnung. In dem Fall. Oder vielleicht dort. Nee. In dem Fall machen wir einfach den Test so, wie er gedacht ist. Ohne die Emanzipationskills zu benutzen. Ja. Ich weiß nicht. Also diese Testkammer 8 war es nicht. Weil so wie gesagt, es gibt zweimal 19 Testkammern. Warum das, werde ich euch nicht verraten. Und mal schauen, wie lange haben wir noch? Wir haben noch 6 Minuten. Wir sind jetzt in Teil 3, sehr schön. Da kann man leider nicht dazwischen springen, das war letztes Mal schon so cool, dass ich hier so... Geht nicht, mag nicht. Das ist Testkammer 9 von 22. Klar, das ist ausgedacht. Ach ja, genau. Es sieht immer frisch. It's me! I'm okay! Well, I'm back. The aerial faithplate in here is sending a distress signal. You broke it, didn't you? There. Try it now. Right, I was just lying there. You thought I was done. This plate must not be calibrated to someone of your generousness. I'll add a few zeros to the maximum weight. You look great, by the way. Very healthy. Try it now. You seem to have defeated its load-bearing capacity. Well done. I'll just lower the ceiling. Sehr nett, Klaus. Danke, danke. So. So, jetzt sind wir hier oben. Und jetzt, wie war das? Wir brauchen das erste.
wieder so ein Kurs und der muss hier hin und dann so und nee, das muss man sogar erst nachher machen. Erstmal so und look at you, sailing through the air majestically, like an eagle, piloting a blimp. Ja, klar, das erzählt mir die ganze Zeit, dass ich fett bin und so. Ich finde das unfair, ich bin nicht fett. So, irgendwo hier in dem Kapitel müsste GLaDOS dann auch mal so weit sein, dass die Testkammern wieder normal aussehen, oder? Eine schaffen wir noch, komm. Vielleicht auch zwei. Mal gucken, was das jetzt für ein ist. Enjoy this next test. I'm going to go to the surface. It's a beautiful day out. Yesterday I saw a deer. Ja, genau. If you solve this next test, maybe I'll let you ride an elevator all the way to the break room. Der Test, ja, okay, wir machen. And I'll tell you about the time I saw a deer again. Ach Gott, wie war das denn gleich nochmal? Hier oben was hin und da unten was hin und jetzt bin ich hier wieder. Danke dafür. Und jetzt fallen wir hier rüber und fallen hier durch, damit wir hier dann landen. So. Und jetzt springen wir genau so darüber. Legen den Kurs hier hin. Gehen nochmal runter, wenn ich mich nicht irre. Und fliegen hier dagegen. So, jetzt drücke ich hier. Und jetzt kommt da unten so ein Kurs her. So, und den brauchen wir. Wenn ich mich nicht irre. Dort unten, weil wir brauchen dann hier und dort ein Portal, den Kurs nehmen wir mit, das setzen wir so hin, das ist das da, dass es den da Strom gibt und dann springen wir hier auf. Was sollte das? Warum bin ich da nicht dagegen geflogen? Vielleicht hat GLaDOS recht und ich bin doch etwas fett. Also. Was soll das? Das ist doch kompletter Schwachsinn. Okay, jetzt gehe ich mal von ganz hinten drauf. Geht doch. Na also. War doch gar nicht so schwer. So. Okay, die Testkammer war doch nicht so lang. I didn't see the deer today. I did see some humans. But with you here, I've got more test subjects than I'll ever need. Eine geht noch, eine einzige. Also das schaffen wir schon noch. Dann haben wir eine Viertelstunde ungefähr. Und da sind wir alle zufrieden. So, dann hier werden die... Ach, das ist wieder das... Ach nein, das sind die lustigen Lichtbutton, die kommen jetzt. Oh, das wird lustig. These bridges are made from natural light that I pump in from the surface. If you rubbed your cheek on one, it would be like standing outside with the sun shining on your face. It would also set your hair on fire, so don't actually do it. Wie war das? Genau, ich muss erst mal da rüber und den Schalter aktivieren. Das heißt, wir haben jetzt noch so ein paar Sekunden, also wir haben jetzt die 15 Minuten, dann schließe ich noch ganz kurz den Test ab, das sollte nicht allzu lang dauern.
Nein, ich will den nicht dadurch tun. Ach, alles so einfach so. Ich muss doch. Oh, ich muss ein bisschen höher. Ich muss hier. Das ist schon besser. Und jetzt platzieren wir einfach. Hier geht es. Nein, das geht nicht. Das geht auch nicht. Also machen wir einfach so. Springen darauf, gehen wieder da durch. Machen so und gehen hier rüber. Excellent. You're a predator. And these tests are your prey. Speaking of which, I was researching sharks for an upcoming test. Do you know who else murders people who are only trying to help them? Did you guess sharks? Because that's wrong. The correct answer is nobody. Nobody but you is that pointlessly cruel. Wir sehen uns dann im nächsten Mal. Bis dahin und tschüss.